Die Wohnung. Walled City 99 International University, FNAT Science and Tech Institute, Affiliate Institution. Irgendeine Kuh? Eine random Kuh auf dem Bild? Ist schon gut. Ja, wie den Teppich zu verkratzen. Was steht da? Pluimat. Metallic. Ich mache hier alles kaputt. Noch ein Turm. Brauche Hilfe. Ah, das kennt man auch gut von Katzen. Daten korrumpiert. Brauche Hilfe. Körper für Donald. Was? Durch Tür gehen, einschalten. Körper. Durch Tür gehen, einschalten. Körper finden. Die eine Katze, die wir haben. Ja, die wir immer noch haben. Also nicht ich, sondern meine Mutter. Als ich noch zu Hause gewohnt habe. Ist manchmal beim Zocken einfach bei mir über die Tastatur und Maus gelegen und hat sich dann einfach nicht mehr wegbewegt. Und dann musste ich so zocken. War manchmal ziemlich lustig. Aber hat eigentlich immer funktioniert. Aber wie gesagt, ziemlich lustig und auch süß. Diese Katze heißt Schnurli und als Schweizer muss sie natürlich so heißen. Okay, ich glaube, da müssen wir irgendwas reintun. Da oben ist was. Kommen wir dahin? Nee, irgendwie nicht. Schon ziemlich schlaue Katze. Dann gibt's hier oben noch was. Da gibt's auch noch was. Oder brauchen wir denn dort drüben? Nee, glaube ich nicht. Oben auf dem Regal. Geheimgang. Thank you.
Da oben ist irgendwas. Oh shit. Sorry. Wollte ich nicht. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung, was das ist. Sonst ist nichts mehr drin. Okay, wir haben jetzt irgendwas. Sieht aus wie ein Gesicht oder Augen. Hier hinein. Uploading. Oder doch? Aber was ist das? Ein Katzenspielzeug, was sonst? Es hat funktioniert, ich bin frei, vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt? Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Moment, kannst du mich B12 nennen? Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden, folge mir. Wir sind irgendwie passend nicht allein. Wenn ich eine Roboterstimme irgendwie machen könnte. Aber leider habe ich die Voice Mod nicht mehr, da die bei mir irgendwie nicht ganz so gut funktioniert hat. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf, so viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Dann musst du die noch umlegen. Was ist denn das? Na gut, das kennt man auch von Katzen, wenn man denen was anzieht. Die mögen das gar nicht, wenn man den Sachen was, den irgendwas anzieht. Komm schon. Oder ist es einfach bloß schwer? Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeine wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Okay, nice, wir haben ein Inventar. Untersuchen.
Ein Schlüssel mit einer Festplatte dran. Sogar zwei Schlüssel. Sensoren erfassen Erinnerungsdaten in der Nähe. Da haben wir noch nichts. Ganz einfach. Wenn ich den Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Wie wär's zum Beispiel mit dieser Katze hier? Verschwinden. Aus der Wohnung verschwinden. Da steht, ich hoffe, das funktioniert. Hat wohl leider nicht so gut funktioniert. Sonst gibt es hier nichts mehr. Oh, nice. Eine Taschenlampe gibt es auch. Ein Klavier! Ja! Oh Mann. Code 3748. Nee, wäre jetzt noch cool gewesen, wenn wir Fußspuren hinterlassen hätten. Es wird langsam hell, wie es scheint. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufschub da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Wie das aussieht. Was ist hier bitte passiert? Süß. Aber hier unten die Straße, was ist das Hässliches? Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Neuer Gegenstand, Erinnerung. Warum habe ich diese Erinnerungen? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen.
Neue Erinnerung gefunden. I am having great vacations here in Montpellier. Lots of sun and great people. I think I could stay here a little longer than expected. Bob. Ellie. Oh. Seidel. Dallas, Texas. Von einem Stempel aus Paris. Okay.